Hier sind unsere beiden Kinder, die wir zurückgelassen haben bei den Omas. Hier Weihnachten feiern die Kinder ohne Eltern. 5 Jahre lang. Da habe ich meine Kinder nach 1,5 Jahren für das erste Mal in Griechenland besucht. Und haben viel geweint, wenn ich wieder zurück die Koffer gepackt habe, zurück nach Deutschland zu kommen. Du verlässt deine Heimat, dein Haus, deine Kinder, die Verwandtschaft, die Mutter und alles. Und dann bist du hier ganz alleine, arbeitest du, bloß das Geld verdienen und etwas zu machen. Wir wollten nicht so viele Jahre alleine lassen. Das wollten nur das besseres Leben haben für uns und für unsere Kinder. Weil wenn in der Heimat nichts ein gutes Leben gegeben haben, dann müssten die irgendwas machen. Das Wichtigste war das, also dass wir allein gelebt haben. Und mit der Arbeit, jedes Mal, wir müssten auch Aufenthaltserlaubnis kriegen. Und für diese Aufenthaltserlaubnis, wir müssten alle Papiere wieder sammeln, dass wir gesund sind, dass wir, die Arbeitgeber wollte uns haben, dass wir Wohnung, die Vertragsmieter genug haben. Und dann haben wir noch ein Jahr gekriegt und noch ein Jahr gekriegt. Und wir haben immer so nicht in Sicherheit gelebt, weil wir haben über alles verzichten müssen. Weil wir haben gedacht, wir sind für kurze Zeit da. Was wollen wir? Neue Möbel kaufen? Warum machen wir eine große Reise und so viel Geld geben? Und über alles haben wir verzichten müssen. Und das, wenn du jung bist und gehst du nirgends und nur arbeiten und über alles sorgen, das war nicht so gut. Diese unerträglichen Trennungen von unseren Kindern, haben die so viel geweint, das waren nicht nur meine Kinder, 5 Jahre lang alleine zurückgelassen. Da waren tausende Kinder, wo zurückgelassen haben, alle Leute. Und für diese Kinder wollte ich mich von allen Müttern, von allen Eltern entschuldigen, wann ich mein Leben geschrieben habe. Ich habe ganz schnell geschrieben, weil ich habe alles gelebt. Das war mein Leben. Und ich habe auch geweint, habe gelacht, bis ich das alles fertig mache. Und das zweite Buch auch. Wie war ich mit allen Schwierigkeiten in Deutschland und mit Freunden, auch gute und schlechte Tage, was ich hier erlebt habe. Und danach ja, habe ich gedacht, ja, nicht nur meine Biografie, ich kann auch von meinen Landsleuten noch was schreiben, weil die haben auch viel zum Erzählen. Und ist das auch, dieses andere Buch auch? Aber dann bin ich auch nicht mehr ruhig geblieben. Ich wollte irgend noch dazu machen, als nur Mutter sein und Arbeiter sein und Oma sein. Ich wollte auch etwas für mich machen. Und dann habe ich dieses Hobby gefunden und das war für mich ganz gut, für die Seele, für alles. Meine beiden Kinder waren schon verheiratet, von zu Hause waren weg. Mein Mann ist oft in die griechische Gaststätte gegangen. Ich war immer zu Hause allein und ich habe immer gesucht, was soll ich machen und wie. Und meine Kinder haben mich immer gefragt, warum, Mama, hast du zwei Mütter gehabt und warum bist du zur Adoption freigegeben und wie und was. Da habe ich gesagt, ach, gute Idee. Ich schreibe mein Leben und ich lasse für meine Kinder was, dass die nachher wissen, was ich als Kind alles erlebt habe. Und so habe ich angefangen. Und dann nachher meine Kinder haben gesagt, doch, das muss man wieder drücken lassen, das erste Buch. Dann das zweite. Die haben bei Anfang schon gelacht. Ach Mama, wirst du vielleicht Schriftstellerin? Ich habe gedacht, überhaupt nicht, dass ich Schriftstellerin werde. Ich habe bloß mein Leben geschrieben. Aber danach habe ich gedacht, na ja, ich schreibe weiter und Kinderbücher und das und das und
Und ich habe was Wichtiges auf mein Leben gefunden. Aber ja, jetzt, wir sind zufrieden jetzt. Wir haben natürlich hier in Deutschland gute Zeit und schlechte Zeit auch erlebt, aber mit der Zeit, wir haben ein neues Land kennengelernt, wo uns Arbeit gegeben hat, Sicherheit, Hoffnung und alles. Und mit der Zeit ist auch unsere zweite Heimat geworden. Wir gehen jetzt mit Urlaub in Griechenland, nicht lange Zeit dort bleiben. Nach 57 Jahren gehören wir hier in die Nähe von unseren Kindern und Enkelkindern und Urenkel ist die Wohnung immer voll von Kindern. Und das ist mein Glück jetzt.